Und nun bin ich bei einer ganz spannenden Frage, die Sie dem Narzissten immer dann stellen sollten, wenn er Sie kritisiert, an Ihnen herummäkelt oder Sie als Persönlichkeit diffamiert. Wenn du mich für so dumm oder unzulänglich hältst, warum bist du dann immer noch in Kontakt mit mir? Und seien Sie mal gespannt, was er nun antwortet. Wahrscheinlich versteckt er sich hinter einer schön gefärbten Ausflucht wie: Ich bin der loyalste Mensch weit und breit und ich will dich nicht hängen lassen. Diese sozialarbeiterische Legende, die klingt natürlich besser, als wenn er die Wahrheit sagen würde, die da wäre: Als Narzisst ist mein Lebenselixier, dass ich von anderen gesehen, von anderen bewundert, von anderen beklatscht werde. Wenn mich die anderen nicht mehr sehen, ist es so, als ob es mich nicht gäbe. Ich brauche diese Anerkennung von außen so, wie ein Boot das Wasser braucht. Sie ist mein tragendes Element im Leben.